Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kerbal Space Program. Nachdem ich in der letzten Mission es nicht geschafft habe, einen Encounter mit dem Mond herzustellen, werde ich jetzt Geld in diese Tracking Station investieren. Ich hoffe, dass mir das erste Upgrade schon Maneuver Nodes ermöglicht. Patched Conics. Das müsste eigentlich sein, was ich haben möchte. So. Jetzt habe ich nicht mehr genug Geld, um diese Rakete zu launchen. Das heißt, ich muss hier so Dinge tun. Test Basic Jet Engine in Flight over Kerbin. Klingt einfach. Ist es aber nicht. Erstmal diese Geschwindigkeit. Habe ich Engine-Teile? Also, habe ich Flugzeugteile? Kann ich ein Flugzeug bauen? Ich habe ein Cockpit. Nee, ich habe einfach keine Fuel Tanks dafür. Ich habe Flügelchen. Das ist doch alles scheiße. Kann natürlich jetzt einfach losgehen und mein Geld in Aerodynamics ballern. Dann kriege ich Flügel und alles. Ich will das aber nicht. Ich will eigentlich mehr so Mondfahrten machen. Rescue McCurman. Nope. So viel Geld, aber ich kann es nicht. Ich kann keine Encounter herstellen. Radial Mount Parachute in Flight over Kerbin. Geschwindigkeit erreichen. Bei einer bestimmten Höhe Parachute testen. Bringt nicht viel Geld, aber Radial Mount Parachute. Ich nehme es einfach mal. MK2R. Radial Mount Parachute. Utility. MK2R Radial Mount Parachute. Okay. Das machen wir ganz einfach. Ich nehme das Ding. Baller da einen kleinen Fuel Tank drunter. Dann eine dicke Engine. Schmeiße da den Parachute ran. Das mache ich jetzt nicht, weil es Geld bringt. Das mache ich, weil ich es kann. Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Den kann ich auch ein bisschen besser zentrieren. So. Launch. Das wird nicht reichen. Das wird wahrscheinlich die nötige Geschwindigkeit nicht mit der entsprechenden Höhe verknüpft bekommen. 8000 Meter. Das wird schwierig. Nein, nope. Ich reiche wahrscheinlich nicht mal die nötige Geschwindigkeit. Ah, doch. Aber 8 Kilometer mit dem Setup. Nein. Okay. Revert Flight. Revert to Vehicle Assembly. Probieren wir es doch anders. Launch. Die müssen die Parameter auf jeden Fall herstellen können, die ich brauche. Ja. Revert Flight, revert to launch. Ich verstehe nicht, wieso das immer wieder passiert. Bin ich vielleicht einfach dumm? Ich bin dumm. Ich hätte vielleicht mal Tee drücken sollen. Ah, das macht immer nichts. Sobald hier alles grün wird, drücke ich einfach auf die Taste. Problem ist, ich
Kann gut sein, dass ich 660 Meter pro Sekunde überschreite. Und da ist es. Jetzt. Jetzt! Oh, das war ganz schön viel Schub für so ein kleines Ding. Ah, Crew Reports habe ich hier natürlich alle schon rausgeholt. Na, ich muss gleich mal Physics Warp hier ausschalten. Bei 500 klappt der Fallschirm auf, oder? Oh, achso. Damit mir nicht wieder die komplette Kapsel abreißt. Rein. Komm, 8 Meter pro Sekunde halt wieder raus, du kannst doch bestimmt ein bisschen bremsen. 8,1. Komm, 8,0. 8,0. Bremst doch. Ja. Dann hoffen wir, dass wir die Dinger heile behalten, weil wenn ich die salvagen kann, dann kriege ich eine Menge Geld zurück. Ein Covermesser. Bisschen Science, das ist okay. Parts. 1400 habe ich wiederbekommen. Ausgegeben habe ich 2025. Das heißt, ich bin da mit 600 Credits rausgekommen. Quatsch, mit 600 Credits. Ich bin da mit einem Plus rausgekommen, natürlich. Ist aber immer noch nicht genug. Ich brauche 33.000, um The Beast einfach zu launchen. Escape Trajectory hatten wir eben, das machen wir nicht nochmal. TR-18 Stack Decoupler in Flight over Kerbin. Bringt nicht viel Geld. Lohnt sich nicht. Solid Fuel Booster. RT-10 Solid Fuel Booster. Das ist doch der, den ich die ganze Zeit nehme. Rockomax Back Solid Fuel Booster. So viel Geld. Nee, 500 Credits. Decline. Schmeiß den einfach mal raus. Science Data vom Space Around Kerbin. Wow. Transmit or recover scientific data from space around Kerbin. Ja, auf jeden Fall. Das finanziert mir die Rakete ja fast alleine. Ganz ruhig, Hobby. Ich weiß nicht, irgendwie seit der zweiten Episode kündige ich an, wir fliegen zum Mond. Und das ist mittlerweile Episode 7. Und bis jetzt ist es nur zu einem Versuch gekommen. Ich könnte einfach mal das Thermometer damit nehmen, dann kriege ich wenigstens neue Science. Ruhig, Hoppy. Ruhig. War ein langer, langer, harter Tag. So. Ich kriege hier unten ja jetzt den Schub angezeigt. Delta V, 0 Meter pro Sekunde. Das ist natürlich zu wenig, um in den Orbit zu kommen. Ah, habe ich schon. Gimbling Engine. 3000 Delta V. Soll man ein bisschen ökonomischer denken und so eine Scheiße hier einfach lassen. Ich meine, damit spare ich nicht viel, aber ein bisschen. 3086 Delta V. Entschuldigung. Burnt eine Minute. Fast-to-Weight-Ratio ist ganz schön kacke. Ähm,
da doch einfach die Teile nochmal dran. Und 4250, das reicht nicht. Ach, from space around Kerbin. Bin ich ein Idiot, dafür muss ich nicht mal in Orbit kommen. Es reicht, wenn ich in den Space around Kerbin komme. Ach, bevor ich das vergesse. Was mir die ganze Zeit schon auf den Sack geht. Hä? For this mission only. Ja, 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 ja. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich die dann noch irgendwann aufstelle, aber... Hier müsste irgendwo eine Flagge sein, wo ich das ändern kann. Das ist das falsche Schiff. Ach, Motherfucker. Recover Vessel. So viel Geld zurück. So viel. Quasi alles. Was? Jetzt habe ich 32. Ach so, eine Advance auf den Dings eben. Naja. Das ist ja albern. Ich hatte doch schon ein Schiff fertig, quasi. Ich mache jetzt was ganz Verrücktes. Ich tue zwei davon da dran. Nein, Utility. Ich möchte Utility. Command and Control. Dass ich mich immer so schwer damit tue, in den Menüs zu navigieren. Ich kann das einfach nicht gut. Ich weiß, was ich suche. Mache es dann trotzdem falsch. 3086 Meter pro Sekunde Delta V. Das sollte doch wirklich reichen. Soll es hier angeblich irgendwo so Flaggen geben, auf die ich klicken kann, um meine... Da! Wahrscheinlich muss ich dafür ein EVA machen, aber das mache ich gleich einfach mal. Launchpad Science mache ich gleich. Aber jetzt erstmal... ich glaube, TWR ist hier ziemlich hoch, dann brauche ich nicht so viel Schub geben. Lang meine Geschwindigkeit steigt, ist alles in Ordnung. Ich muss ein bisschen optimaler burnen in Zukunft. Jetzt habe ich plötzlich viel weniger Geld. Wie viel kostet mich diese Rakete? Alto Belli. Ja schon 4000 oder so sein. Puh. Das ist ganz schön langsam, was hier passiert. Vielleicht ist es doch nicht so klug, am Anfang so langsam zu burnen. Ich glaube, damit schaffe ich es nicht in den Weltraum. Aber oh, 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 oh. Oh, ich kriege immer noch keine Manöver Notes. Einfach hier diese Anzeige.
wie weit die Apoapsis entfernt ist und so. Oh, die darf jetzt einfach nicht gewaltig fallen. Dann schaffe ich es noch. Nope, 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 nope. Das wird nichts. Ein Tropfen Sprit mehr. Wirklich nur ein Tropfen. Obwohl. Das fährt fast gar nicht mehr. Das könnte reichen. Oh, Temple Jump, Keep Data. Das könnte schon gereicht haben. Ich war kurz in Space. Jetzt nochmal von hier oben. Lock Temperature. Wenn ich schon mal da bin. Da müsste ich ja diesen Auftrag erfüllt haben gleich. Ich will gar nicht wissen, was mich das kostet, da so abzubringen, dass ich doch Maneuver Notes habe. Scheiße, sage ich mal. Das ist unglaublich. Ah, ja. Ich hoffe, das zählt. Ich kann auch bestimmt hier... Ich möchte eigentlich das müsste eigentlich alles sein, was ich wollte. So. Recover Vessel. Und? Ja, 60.000 Credits, Auftrag erfüllt. Dann. So, jetzt werde ich nochmal was prüfen. Ah, 1500, die muss ich ja komplett wieder kriegen. Ah, Lock Temperature. Hier soll irgendwo ein Fahnenmast sein, auf den ich klicken kann, um meine Flagge zu ändern. Ist der das? Ah, ist er hingefallen. Ich sehe hier nämlich sonst auch gar keinen Fahnenmast. Einfach. So eine Scheiße. Alles Kacke. Alles Kacke. Meine... Ach, komm, ich kann mal besser. Muss ich ja den Piloten mitkriegen, oder? Achso. Das ist nur der Pilot. Da kommen wir 4 Science bekommen.
Alle Parts wieder. Unknown Object Tracking. Das ist doch vollkommener Quatsch. Ich möchte doch... Ich möchte doch nur... Kabel ist kein Perform EVA. Ach, Strategies. Oh. Kann ich hier zu dieser Flagge hin navigieren? Nee. Ach, Mist, Mann. Kannst du. Nee. So. Rescue. Nope. Satellite. Geosynchronous Orbit of Kerbin. Apoapsis, PWAPSIS, das ist genau spezifiziert. Eine scheiß Menge an Geld. Aber ohne, dass ich meine Dings managen kann, meine, ach, wie sagt man? Oh, Rockomax, Landon Maker. Nee, zu wenig Geld. Moment mal. Landed? Ich muss dafür gar nicht... 48.7S. Ich muss dafür gar nicht starten. Ohne, dass ich meine Flugbahn genau bestimmen kann, ist das natürlich Quatsch. Na? Recover Vessel. Ohne dass ich meine Flugbahn richtig planen kann, sind diese Rescue- und Satellitengeschichten totaler Quatsch. Wird das jedes Mal durch eine Rescue-Mission ersetzt? Anscheinend. Science Data from Space Around Kerbin. Das habe ich doch schon gemacht. Soll ich das einfach nochmal machen? Ich meine, das ist eine Menge Kohle. Mach ich. Diesmal weiß ich hier auch besser Bescheid. Nämlich, dass es nicht so kritisch wird, wenn ich ein bisschen mehr Fuel mitnehme. Und der oben drauf. Das sind die coolsten Missionen überhaupt. Ich mache nichts und kriege eine Menge Geld dafür. Den kann ich tatsächlich mal behalten als... speichere ich die mal. HRS für Hobby Rocket Science, glaube ich. Space Goer 1. Safe. Launch. Guck ich mal, ob das ein großer Haken macht, wenn ich gleich von Anfang an Feuerlass gebe. Wahrscheinlich, was ich vorher gemacht habe, war Quatsch. Das ist ja genauso, als wenn ich hovern würde an einer Stelle. Ich würde zwar Schub geben dafür, dass ich hover, aber verliere natürlich Treibstoff dadurch, obwohl ich nicht von der Stelle komme. Da habe ich anscheinend einiges verschenkt. Die ganze Zeit schon. Vielleicht sollte ich mit dem Scheiß einfach mal aufhören. So schlecht kann es auch nicht gewesen sein, sehe ich gerade.
Ich habe doch hier meinen Thermometer noch dran, oder? Ja. So, Space erreichen. Biom, weil ich jetzt High-Overcarbon bin und mich gerade erst die Dings erreicht habe. Aber ich weiß nicht, wo High-Overcarbon anfängt. 125.000. Und da ist der Idiot wieder rübergeschossen. Lock Temperature. Nope. Report. Nope. Gar nichts. IWA ist ausgesaut. IWA ist langweilig. Und ich habe die Kamera verstellt. Camera free und ich. Ah, jetzt. Frage ich mich halt, ob das diesen Auftrag erfüllt. Wenn ich eine Messung gemacht habe, aber im Grunde genommen Zero Science mitbringe. Frage. Wie hart das Spiel genau, Transmit or Recover Scientific Data. Ansonsten wäre das natürlich verschenktes Geld jetzt. Lehrgeld, aber verschenktes Geld. Und Recover Vessel. Ja, hat er akzeptiert. Nice. Kann ich mal alle wegschmeißen hier. Ja, Kohle habe ich jetzt genug. Zumindest um mal zu launchen. Das muss ich auch bei Gelegenheit mal. Resource Transfer Available. Achso. Muss ich mal gucken. Ach, das muss ich auch noch machen, bevor ich auf den Mond fliege. Aber 70.000 ist halt auch wieder eine Stange Geld. Ja. Das machen wir dann im Zweifel beim nächsten Mal. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich schon wieder keine Mondmission hinter mich gebracht habe. Sondern wirklich nur Grinding-Missionen geflogen bin. Ja, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!